Wir sind zurück in Star Wars Outlaws und wir sind wieder mit Kay Wes unterwegs und diesmal geht es zur Königin, glaube ich. Muss mal gerade gucken, wo wir sind. Wir müssen jetzt hier rechts rein. Ah, da, hier. Ja, hier müssen wir entlang, oder? Ich muss mal schauen. Ja, und dann links rum. Da lang, irgendwie. Also eigentlich hier hoch und dann hier entlang, irgendwie so. Weil wir müssen, ich schaue mal gerade ins Journal, der Schwarm. Der Schwarm. Ank hat es mit dem Sprengstoffen zu Quira geschafft, wodurch für die Meuterei des Ashiga-Clans alles vorbereitet ist. Quira und Ank warten im Tunnel und auf Kay, um Krisk beim Eingreifen des Throns zu unterstützen. Ja gut, das ist nicht die Königin. Wir machen weiter mit Krisk. Also okay, wir wollen hier natürlich möglichst schnell zum Ziel kommen. So rum. So ist richtiger. Weil eigentlich wollen wir ja einen Coup durchziehen. Ja, und hier nicht uns in politische Kisten verwickeln lassen. Ja, hier müssen wir rein. Ah, da ist sie ja. Okay, da bist du ja. Ich bin nur hier, um dafür zu sorgen, dass Ankh überlebt. Die Chujama, gut wär's, hä? Batima Buska. Dann fiel mir auf, dass ich gar nicht weiß, was du von der Sache hast. Ich könnte dir erzählen, dass ich als junge Diebin auf Corellia aufwuchs und dieselbe Tyrannei erlebte wie jetzt hier. Aber in der Geschichte gibt's kein Geld. Die Königin hat Kichimi dem Imperium überlassen. Da ist kein Platz für irgendjemanden sonst. Ich helfe Krisk, den Schwarm zu retten. Und sie lässt Crimson Dawn Fuß fassen. Eine Wette. Und ich setze auf Krisk. Und alle gewinnen. Nicht wahr? Kuta Queen! Kava para Jijitinka para Horko Kagwa! Punusa Simpokit! Jutpola Dunja Yuna and Blasto no Lia Jabaka! Ja Queen Nefensi Pulisa ona Ja Andopa Tipo Haba! Ich schalte es aus. Verstanden. Ich schalte es aus, aber natürlich. Klar. Eine gute Übung für deinen kleinen Raubzug. Chuba, mabatas du Jay. Oder chickta tinka Miki Yuno. Diese Dame weiß alles. Sagt Jalen liebe Grüße. Diese? Okay, los geht's. Was haben wir da? Da kommt nix. Brich in die Festung ein. Oh. Das ist ja riesig. Halt dich gut fest, Nix. Das wird eine lange Kletterpartie. Oh, lange Kletterpartie. Na dann. Hey, in die 5. Glaubst du, es ist ein Fehler, dass Chris Geschäfte mit Crimson Dawn macht? Im Gegensatz zur Königin, die Geschäfte mit dem Imperium macht. Ja, die Ashiga scheinen in beiden Fällen ihre Freiheit aufzugeben. Ja, und Chris scheint fälschlicherweise zu glauben, dass sie die Kontrolle hat. Hey, wir sind in Position. Wie kommst du voran? Ich bin noch immer in dieser Höhle unterwegs. Sei bloß vorsichtig. Na komm, du musst auch reagieren darauf, wenn ich dir das eh reindrücke, liebe Kay, ja. Okay. Kay, wir sind in Position. Wie kommst du voran? Ich bin noch immer in dieser Höhle unterwegs. Sei bloß vorsichtig. Weil die halt immer erstmal stoppen muss, so ein bisschen, ne? Oder der Schwarm hat keine Zukunft. Gut, also kein Druck. Also, Andy, diese Sache mit dem Schwarm. Wie funktioniert das? Der Schwarm ist das Fundament der Melito-Kultur. Alle gehorchen der Königin und stellen ihre eigenen Bedürfnisse hinten an. Oh, bin ich? Ja. Dachtest du, die Königin kontrolliert sie telepathisch? Was? Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Na, wo ist hier wieder was? Ist hier irgendwo ein... Ne, hier ist einfach nur Springen angesagt, okay. Sieht aus,
aus, als wäre die Wand gleich da oben. Nur noch ein... Ich wollte es nur mal ausprobieren. Okay, rüber. Also gut. Wie ich gerade sagte, sieht aus, als wäre die Wand gleich da oben. Nur noch ein Stück. Ja, wir kommen da schon hin. Keine Sorge, okay. Du bist bei mir in aller... Boah, Alter. Du bist bei mir in allerbesten Händen, wie du gerade feststellen konntest. Was soll schon schief gehen? Hier, komm, geh doch einfach die Leiter hoch. So, hoppala, hoch, genau, hoch, Mädchen. Sehr gut, hier hoch, hier rüber. Jetzt noch ein bisschen noch rüberspringen. Okay, wo geht's jetzt lang? Ach, jetzt machen wir den hier. Hoch. Ja, das ist hier wirklich Kletterpartie. So, schauen wir mal. Hoch. Ah ne, da hoch. Okay. Okay, und jetzt müssen wir hier nochmal rüberspringen. Dann müssen wir eben warten, bis das hier... Oder ist hier wieder was zum... Mal gucken. Ich glaube, es hört auf. Oder? Sieht nicht danach aus. Also, sieht nicht danach aus. Gucken wir mal, wo kann ich den denn vielleicht hier... Kann ich den irgendwo hinschicken? Weil das wird mich ja direkt wegmachen hier. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Senden. Wo ist denn das Ding? Irgendwo ist wieder so ein Teil. Gucken wir mal von der... Ich sehe schon. Das ist wieder so ein Stein, okay. Stein habe ich noch nicht ganz in meinem Repertoire drin hier. So, okay, nix. Nee, nicht zurückgehen. So, nixe, mach mal Türe auf. Auf Ionen Blaster schalten. Und dann komm rein. Ja, wunderbar, haben wir gut gemacht. So, und jetzt hier rüber. Perfekt. Okay, das muss die Wand sein. Bringen wir den Sprengstoff an. So, Sprengstoff dran. Und dann bitte bring dich in Sicherheit. Detonator platziert. Sonst siehst du nichts. Oh mein Gott. Okay. Das war die Wand. Dieser Sprengstoff ist ganz schön stark. Ach, nur für dich, Ank. Nur für dich, Ank. Komm, gib die Knarre her. Was haben wir denn da? Kann man es holen, bring mir das. Du schaltest die Geschütze aus. Nee, du sollst mir das... Du sollst mir das einfach bringen. Bring das doch einfach. Nix. Da drüben. Mann, Nixi. Außerdem hättest du wahrscheinlich auch durchgepasst, aber... Cool. Direktenergieanschluss wollte ich immer schon haben. Sehr, sehr geil. Nice. So. Kann ich hier runter? Einfach runterspringen? Ja, so. Hallo, ich bin hier und Polycarbonat. Polycarbonat finde ich sehr gut. So, alles geil. Wo komme ich weiter? Weiter. Polycarbonat, ja, super. Hier hoch, ja. Lass doch einfach die Waffe fallen. Ich glaube, nichts macht mich so sehr fertig wie das Waffensystem hier im Spiel, glaube ich, irgendwie. So, Schacht, die 88. Gehen wir mal hier entlang, so. Weiter. Alles klar, Nix. Schön leise jetzt. Kein Alarm auslösen. Krisk, ich bin drin. Jetzt muss ich nur noch die Konsole finden. Gut, wir nähern uns dem Hof. Wenn die Geschütze ausgeschaltet sind, erobern wir den Thron. Was ist los? Schon.
Okay, cool. Ja, hat doch geklappt, ne? So, okay, wenn ich das jetzt... Kann ich hier noch eben das Ding ausschalten? Wo war denn das? Wo war denn das Teil? Hier war auch eben so ein Ding zum Ausschalten. Wo war denn das? Hallo? Siehst du was? Da, ne, da nicht. Da ist auf jeden Fall wieder Zeug. Da. Da kommt nämlich die Waffe wieder. Hier war das. Ja, okay, cool. So, cool. Haben wir die Kamera deaktiviert? Jetzt können wir hier rein. So, mal alles schnell hier mitnehmen. Wunderbar. Geil, geil, geil. Deaktiviere den Geschützturm. Das? Eine Energiebarriere. Es muss einen Weg geben, sie auszuschalten. Ja, es gibt immer einen Weg. Kann ich da ein... Ach, hier, nix. Mach mal. Hey, nix. Der Knopf da drüben. Nix, mach mal schneller. Kann ja wohl nicht sein. Es dauert alles bei dir viel zu lange. Wenn du so weitermachst, suche ich mir ein neues Haustier. Eins, was kann und schneller ist. Okay, soweit. So gut. Was mache ich hier eigentlich? Leiter benutzen. Ach so, hier ist wieder irgendwas, wo ich... Ah, okay, ich sehe es, ich sehe es. Ach so, das war aber nicht alles. Verdammt. Okay, irgendwo ist noch mal was. Mal hoch. Ich lasse die Waffen einfach vor der Leiter alle, sammle die dort. Irgendwas habe ich noch vergessen, weil hier noch so ein Durchgang ist für nix. Sieht also danach aus, jedenfalls. Hast du was, Kleiner? Ne, da ist der Nächste. Da, schaut mal. Da ist der Nächste. Okay, da muss ich nichts hochschalten. Ah, okay. Ja, kann ich aber nicht von hier aus irgendwie, ne? Hier kann ich hochklettern, okay. That's the way. Das ist der Weg. Das ist der Weg, ja. Geh doch mal rüber hier. So, und dann runter. Und von hier aus geht das dann, ja. Von da unten geht das nicht, weil wir konnten das ja gar nicht sehen, das Rolltor. Wir mussten schon hier hinkommen. Sonst hätte das blöde Vieh nicht verstanden. Okay, ja, ich war ein bisschen mit Labern beschäftigt. So, nochmal. Komm, mach. So, rüber. Zweiter hier und jetzt komm. So, okay, perfekt. Es ist immer noch nicht. Drei sind dran. Es wird ja auch klassischerweise direkt angezeigt, dass drei. Ja, okay. Wo könnte denn der nächste sein? Ich weiß es nicht, aber ich krieg's sicherlich raus. Nix, schnapp dir das. Genau, bring das mal. Kann ich eh nicht tragen. So, hier sind drei. Ein Verteiler läuft hier lang. Der läuft da lang, da lang, da lang, da lang, da lang, da lang und da hoch. Den habe ich doch gerade erledigt. Okay, das ist Nummer eins. Dann haben wir hier den Verteiler. Der läuft hier hoch, da entlang und da zu diesem Teil. Okay, haben wir auch. Alter. Wie doof, direkt vor mir. Und jetzt noch die Konsole hacken. Ei, 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 ei.
Okay, voll geile. Ja, Moment, das muss doch hier irgendwo sein. Links. Aber mal gucken, der geht da lang. Links. Aber vielleicht sieht er. Die Geschütze sind aus. Dann rücken Sie durch den Hof vor und besetzen den Thronsaal. Ja, gut. Und ich verzieh mich dann mal. Frankie, wo war das Kadokid? Lass mich raten. Du sprengst ein Loch in die Wand. Ja, aber wir haben uns geschadet. Erzähl mal, Vater. Mina Vater, Wamana. Nein, nimm doch die Waffe wieder. Ist gut. Bin auf dem Weg. Oh, wie ich sie hasse. Wie ich sie hasse dafür, dass sie uns die Waffen nehmen. Wir sind festgenagelt. Oh! Ach, erzähl doch nicht so ein Müllmädchen, ey. Du zählst einfach nur Müll. Du erzählst einfach nur... Ja, gut, jetzt bin ich wieder hier. Ja, naja. Das wird hart, nix. So, wir müssen das hier mal ausmachen. Haben wir zwar eben schon kaputt gemacht, aber interessiert die ja an Feuchten. Wir sitzen fest. Na komm schon, na komm schon. Wir sichern die Tonge. Komm Mädchen, du musst mal ein bisschen schlagen. Boah, ich muss unbedingt heilen, ne? So, ja. Ich mach daraus einfach ein Nahkampfspiel hier. Ey Kid, Gigi Venta Totuma. Was ist los? Gigi ist der Creme den Don Bola Tanja Krio Chamber. Die Tinka Jamosa Bola Mucha Jaboli. Ach, ich weiß nicht mal, was das ist. Da Shigalif Pogua. Tisa, Gino Pagrab Krisk. Warte. Krim Vendon, Trick Miki Yuna. Yamasabola Jabo Leaf Tagraba Chinka Tijahiv. Ich dachte, das Leben ist zu kurz für lange Zündschnüre. Nutis Nova Pata Chupuno. Sua Pata Mucha Jaya Shiga Andova. Kirsa Horko Govas Cheje. Bata Jirven da Hilta Kid. Ubenaga Je. Tisa Kava. Schon gut, schon gut. Mal sehen, was ich tun kann. Schon gut. Mal sehen, was ich tun kann hier. Kann ich hier eigentlich irgendwo raus? Ich überlege gerade, wo ich hier hergekommen bin. Nein, nein, nein. Da nicht, da nicht. Muss doch irgendwo etwas geben. Und da komme ich. Okay, da geht's nicht lang. Muss es irgendwo einen Weg geben. Da ist alles zu. Hier komme ich auch nicht weiter. Da müsst... doch hier. Hier. Jemand ist hier! Aufgepasst, Nix! Nicht aufhören zu feuern! Feuer! Die lassen nicht locker! Schnappt sie! Sichert den Weg! Wir schaffen das! Der schießt gegen die Tür. Ja, warum auch nicht? So, jetzt habe ich eine Waffe. Crimson Dawn hat irgendwas vor. Die Königin ist im Thronsaal eingesperrt. Jetzt musst du mir nur noch den Durchbruch bringen. Und wie mache ich das?
Er ist in die Infrarichtung eingebettet. Hol ihn einfach raus und bring ihn mir. Oh, die warpen sich oder so, ne? Auch geil. Nimm mal ein bisschen Zeug hier. Heil dich mal ein bisschen. So, dann kannst du das auch nämlich nehmen hier alles. Das auch. Cool. Wechsle die Stellung. Wie nervt. Kann mich jemand hören? Okay, cool, haben wir doch alle hier. Besorge den Urstrang. Okay, hier ist der Urstrang. Hier. Okay, wir haben den Urstrang. Und das ist der Urstrang. Was wollte Crimson Dawn überhaupt damit? Song Team. Kanago. Kusakapatatin. Lordatahi. Ich meine, im Augenblick halte ich es. Nomadje, oben no batanarasu. Okay, gut. Also, wo jetzt lang? Da lang? Ne, da geht's nicht weiter. Da hoch. Okay, ich seh's. Und dann hier rüber und dann hier rüber springen. Ja, fein, machst du gut. Und dann hier durch. Wunderbar, Leute! Läuft bei uns ab in den Schacht. Oh, danke. Wir geben uns Mühe. Dann bist du dabei? Perfekt. Ank ist dabei. Was ist los? Es ist nur... Kira hat uns alle gegeneinander ausgespielt. Kira hat einen Bandenkrieg angezettelt, um ihre Rivalen gegeneinander aufzuhetzen. So läuft das, wenn man die Macht ergreift, Kay. Ja. Dank Farrak. Syndikate, Imps, sogar die Rebellen, sie alle... nutzen Leute aus. Ja, ja, es ist, als könnten sie gar nicht anders. Oh. Tu, was nötig ist, um mit Ank da rauszukommen. Aber verlass dich nicht auf Kira. Ja, das ist das Resultat, aber war ja auch klar. Ich meine, ist mir auch egal, weil ich bin Schurke und das interessiert mich sowieso alles nicht. Weil das Wichtige ist, dass wir hier unser Plan durchziehen. Koste es, was es wolle. Da ist er. Du hältst den Grundstein für tausende Generationen in deiner Hand. Alles von unseren Ahnen geplant. Und sobald du nicht mehr im Weg bist, hat der Stamm endlich eine Zukunft, Mutter. Undankbares Kind. Crimson Dawn hat dich gegen die Deinen aufgehetzt. Sie vernichten unseren Clan und lassen dir die Trümmer. Unsere Zukunft endet mit mir. Nein, das ist dein Werk. Du hast diesen Weg gewählt und unsere Zukunft an die des Imperiums gebunden. Ich diene niemandem und du lässt mir keine Wahl. Der Urstrang. Ja, hier, Chris Knimmin, ist mir egal. Achso, Case Ruf bei Crimson Dawn schlecht. Beim Asch- ja, ist mir egal, komm hier, Chris. Gib ihn. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Du machst einen großen Fehler. Der Schwarm wird niemals überleben. Du sprichst nicht mehr für den Schwarm. Hey, warte! Ja, das musste sein, hallo? Wie meinst du, wie das hier abläuft? Jetzt gib mir Ank und dann sind wir alle cool. Hm? Ich spreche für den Schwarm. Gehen wir nix. Ja genau, sprich mal mit den für den Schwarm. Ist mir egal, ich will nur Ank haben. Haben wir das jetzt verstanden? Ich will Ank. Ah, da ist ja.
Nicho Jajroi. Nogavente hieß Grabavani. Noa Satitsakula. Titingaji Bolas tut. Ich weiß, die Sache lief aus dem Ruder. Es war nie die Rede von einer Hinrichtung. Und was dachtest du, wie es enden würde? Das gehört eben dazu. Es spielt keine Rolle, oder? Es ging nur darum, den Schwarm zu schwächen und gegeneinander auszuspielen. Die Galaxis ist kein Spielplatz, Kay. Sie ist ein Gefängnis. Und wenn wir Freiheit wollen, müssen wir ein paar schwere Entscheidungen treffen. Geht es um Freiheit für Leute wie mich? Oder nur darum, wer den Schlüssel hat? Ich war mal wie du, aber mir wurden die Augen geöffnet. Ich weiß, wer in der Galaxis die Fäden zieht. Du denkst, was heute geschehen ist, wäre unwichtig. Aber nach dem Krieg wirst du verstehen, dass wir den Käfig geöffnet haben. Dann spürst du, wie sich echte Freiheit anfühlt. Lady Kira, die Vermilion steht jetzt bereit. Du bist wertvoll für diesen Kampf, Kay. Du erkennst es bloß noch nicht. Pass auf dich auf. Viel Glück. Okay. Der Schwarm, abgeschlossen. Neues Crewmitglied haben wir bekommen, Ankh Paraco. Also wir sind voll im Thema. Wir schauen mal gerade, wie denn der nächste Schritt aussieht. Wir haben hier das Vermächtnis, gehen nach Myra, Kijime Raumhafen. Die Crew für den Raub ist fast vollständig. Kay und Andy machen sich nur noch auf die Suche, nach einem weiteren Hacker. Okay, wir brauchen noch einen Hacker. Ja, okay. Das ist dann definitiv etwas für das nächste Mal. Ich würde sagen, Kay hat sich jetzt erstmal eine... Boah, die sieht aber gruselig aus. Moment. So, Kay hat sich nun erstmal eine Stunde auf der Couch schön mit einer heißen Tasse Schokolade oder so verdient. Ich glaube, das ist okay. Jetzt habe ich hier aus Versehen was jetzt gestartet. Jetzt brauchen wir nur noch den besten Hacker der Galaxis. Es gibt diverse Kandidaten. Dann hören wir uns das noch an. Komm. Multiple Systemversagen. Ich würde sagen, er brauchte einen Mischregulator, aber er ist ein Museumsstück. Okay, was ist passiert? Ich sehe nichts mehr. Du hast die Waffe in der Hand. Ich sag's nicht gern, aber ist er nicht programmiert, dich wegzupusten, wenn wir von Jaylens Plan abweichen? Das ist deine Chance. Nein. Noch eine Idee? Okay. Es gibt eine alte Fabrik aus den Klonkriegen. Wir müssen mit Tamen reden. Jetzt, Kay. Okay, neue Quest, Vermächtnis hatten wir eben ja schon. Also, okay, dann sind wir jetzt definitiv hier durch und Kay kann die Tasse heiße Schokolade bekommen, hat sie sich verdient. Und damit bis zum nächsten Mal.